Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda Skyward Sword. In der letzten Folge haben wir herausgefunden, dass Bardo etwas mit dem Verschwinden unseres, wie er es genannt hat, rotes Flughühnchen zu tun hat. Und wir haben erfahren, dass er es wohl hier irgendwo im Wasserfall versteckt. Allerdings möchte ich, bevor ich die Folge hier weitermache, ich glaube, meine Wiimote ist ein bisschen dekalibriert. Okay, das wird anstrengend. Moment. Das muss ich ganz kurz. Sorry. Viel besser. Das wollte ich aber eigentlich nicht. Ich kann hier doch irgendwo. Ah, die Option habe ich noch nicht. Ich wollte das Interface hier ausblenden. Denn wie man sprintet, weiß ich mittlerweile. Dafür brauche ich da rechts die Dings da noch nicht. Link! Die Anzeige. Da bist du ja, Link. Ich habe gehört, dass du auf dem Weg zum Wasserfall bist und dich von der Luft aus gesucht. Und, hast du deinen Wolkenvogel gefunden? Bardo und seine Kumpels sollen sich dort hinten rumtreiben. Gehen wir. Sollen sich oft da hinten rumtreiben. Hä? Wer ruft da? Oh, tut mir leid, ich war kurz abgelenkt. Gehen wir. So. Hier hinten ist also der Treffpunkt von Bardo und seinen Kumpels. Da ist er ja. Nein, der arme Panikvogel, dein Wolkenvogel. So, zuerst. Kann ich die... Ah, die kann ich auch zerschlagen. Gut. Macht die Situation wesentlich einfacher. Hier müssen wir mit gezielten Schlägen die Seile hier zerschneiden. Und an sich, ich weiß nicht, also bis auf das Dekalibrieren der Motion Controls, also dass ich das öfter kalibrieren muss, habe ich überhaupt keine Probleme mit der Steuerung. Weil da ja, das ist ja für viele der größte Kritikpunkt an dem Spiel, dass die Steuerung nicht richtig funktionieren soll. Aber wenn ich da regelmäßig die Kalibrierung mache, funktioniert das eigentlich wunderbar für mich. Und wir haben ihn wieder. Unseren seltenen roten Wolkenvogel. Los, Link, beeil dich, sonst verpassen wir die Vogelreiterzeremonie. Ruf deinen Vogel. Hey, Link, diese Stimme. Hast du das gehört? In letzter Zeit habe ich das oft. Ich habe das Gefühl, als rufe mich irgendjemand. Link, hast du jemals darüber nachgedacht, was sich wohl unter der Wolkendecke verbirgt? Alle sagen, da gäbe es nichts, aber was heißt, da ist nichts? Ich kann daran nicht glauben. In einem alten Buch meines Vaters habe ich von einem Ort gelesen, der Erdland heißt und viel größer sein soll als unsere Welt. Niemand hat sich je dorthin begeben. Aus irgendeinem Grund bleiben auch die Wolkenvögel stets über den Wolken. Aber eines Tages möchte ich dort hinuntergehen und selbst nachsehen. Tut mir leid, dass ich sowas erzähle. Komm schon, lass uns gehen. Sieh doch, auch dein Vogel wartet auf dich. Wenn du gesprungen bist, musst du nach unten drücken. Diesmal wird dein Wolkenvogel kommen. Denn er ist nicht vernagelt hinter Brettern. Und das nächste Mal glaubst du mir bitte, Zelda, wenn ich sage, ich kann meinen Wolkenvogel nicht spüren. So, und jetzt können wir das erste Mal mit unserem Wolkenvogel durch die Gegend fliegen. Schwupp! Wunderbar. So, und jetzt haben wir hier so ein kleines, ja, Flugtutorial. Wir haben... Moment. Kann ich noch nicht. Nach der ganzen Aufregung sollten wir nochmal alles durchgehen. Fühlst du dich bereit zu fliegen, Link? Du bestimmst die Richtung, in die dein Wolkenvogel fliegt, indem du die Wii Family nur nach links und nach rechts neigst. Wenn du schneller fliegen möchtest, bewege die Wii-Fernbedienung ruckartig nach oben und unten, um an Höhe zu gewinnen, und neige sie dann nach unten. Immer wieder ruckartig nach oben und unten bewegen und dann nach unten neigen. So können wir an Höhe gewinnen
Und dann nach unten im Sturzflug. Genau, so kommen wir am schnellsten vorwärts. Und mit deinem Wolkenvogel ist alles in Ordnung? So, oh, das macht super viel Spaß. Wenn du auf deinem Wolkenvogel reitest, drücke jederzeit 2, um dir die Steuerung anzeigen zu lassen. Außerdem kannst du A drücken, um kurz zu beschleunigen oder anzugreifen. Drücke B, um langsamer zu werden. Okay, genau. Und wenn wir jetzt ganz nach oben gehen, dann im Sturzflug nach unten und dann noch beschleunigen. Uiuiui. Link, ich hatte schon das Schlimmste befürchtet, aber dein Wolkenvogel scheint in Ordnung zu sein. Vater und die anderen warten sicher schon. Beeilen wir uns. Genau. Ist kein Hexenwerk, das Ganze. Ist tatsächlich recht simpel. Macht aber trotzdem wahnsinnig viel Spaß. Und wir speichern mal das Spiel. Wunderbar. Dein Wolkenvogel ist einfach unglaublich. Und das nach all dem, was er heute schon durchmachen musste. Ich werde nur meinem Vater berichten. Hey, Link! Ach, du hast dein Federvieh gefunden! Wir haben hier seit dem Morgen geübt. Warum kriegt ein Nichtskümmerer wie du eigentlich immer eine Extrawurst, hä? Und jetzt tauchst du hier auch noch mit Zelda auf. Allein traust du dich wohl nicht, was? Zeldalein und ich sind schon seit unserer Kindheit gute Freunde. Da bildest du dir mächtig was drauf ein, stimmt's? So ist es doch, oder? Bardo redet die ganze Zeit davon, dass es Zelda heiraten wird und sie dann für immer zusammen sind. Ha! Der Sieger der Zeremonie, und das werde natürlich ich sein, erhält von der Vertreterin der Göttin, also Zelda, den Paraschal. Und niemals werde ich zulassen, dass jemand anderes mir dieses Geschenk wegschnappt. Das ist von ihr selbst gemacht. Den Paraschal, den sie selbst getragen hat, in meiner Hand. Er riecht bestimmt toll. Oh. Und dann noch die Zeremonie für den Sieger auf der Statue der Göttin. Nur wir beide, ungestört. Zelda und ich, ganz allein da oben. Bardo, Bardo, hinter dir! Bardo, hinter dir! Was ist denn? Stört mich nicht! Wir beide, wie? Ganz allein, ja? Ja, also Link, gut, dass du deinen Vogel gefunden hast. Das wird ein guter, ehrlicher Wettkampf. Bis dann, Zelda, und bei der Zeremonie immer schön auf mich schauen. Ja, ich bin der, der fliegen kann. Hey, Bardo, warte auf uns. Ein guter, ehrlicher Wettkampf? Da hätte ich einiges dazu zu sagen. Link, kümmere dich nicht darum, was sie sagen. Gib heute dein Bestes. Ich glaube an dich. Versprichst du mir zu gewinnen? Nur wir zwei? Nein, natürlich tun wir das. Genau, mit dieser Einstellung kannst du nur gewinnen, Link. Die Vogelreiterzeremonie beginnt. Der auserwählte Schüler, bitte nun zum Start. Nein, die Auserwählten. Nicht nur einer. Also dann, Link, bis gleich. Allerdings würde es den Wettkampf wesentlich leichter machen, wenn ich der einzige Teilnehmer wäre. Sehr gut. Beginnen wir also mit der Vogelreiterzeremonie. Erst sah es so aus, als würde Link nicht teilnehmen können, aber jetzt sind ja alle hier. Ich erkläre nun die Regeln. Ich lasse nun einen Wolkenvogel fliegen, der eine Vogelfigur trägt. Auf mein Signal sprintet ihr durch Drücken von A los und springt vom Steg ab. Vergesst mir nach dem Absprung vor lauter Aufregung bloß nicht nach unten zu drücken, um eure Vögel zu rufen. Sieger ist, wer als erstes durch Drücken von A die Vogelfigur in seinen Besitz bringt. Nicht so schwer, oder? Habt ihr die Regeln verstanden? Aber sicher haben wir das. Gut, der Sieger rückt in die Oberstufe der Ritterschule vor. Außerdem wird ihm eine große Auszeichnung verliehen. Diese Auszeichnung wurde von der jungen Dame, die als Vertreterin der Göttin auserwählt wurde, persönlich angefertigt. Und zum 25-jährigen Jubiläum unserer Schule wird die Übergabe dieser Auszeichnung auf der Statue der Göttin stattfinden. Das ist übrigens ein schönes Easter Egg, weil wie gesagt, Skyward Sword kam zum 25-jährigen Jubiläum der Legend of Zelda-Serie raus. Die Vertreterin der Göttin, die ihren selbst angefertigten Preis wie jedes Jahr persönlich überreichen wird, ist, wie ihr wisst, Zelda.
Zeigt, was ihr bei euren täglichen Übungen gelernt habt. Und ich will nicht sehen, dass jemand mit Gegenständen wirft oder andere Teilnehmer angreift. Das gilt besonders für dich, Bardo. Alle auf ihre Plätze. Los! Und ab geht's! So, auch hier wieder gilt dasselbe. Wir wollen erst möglichst viel an Höhe gewinnen. Und... Huch! Erst möglichst viel an Höhe gewinnen. Und dann im Sturzflug hinterher. Moment, ich brauche mehr Höhe. Erst ganz nach oben. Huch, was war denn das schon wieder für eine Drehung? Irgendwie... Wo fliegt der denn hin? Okay, das war nix. Ich hätte schon danach greifen können, tatsächlich. Das habe ich ein bisschen verkackt. Okay. Da sollte ich ihn gleich kriegen. Hey, was soll das? Das ist mein Triumph, nicht deiner! Unfair! Du wagst es sich mit Bardo das ist falsche Stimme. Du wagst es sich mit Bardo anzulegen. Nimm das, Kleiner. Okay, und wir müssen das Ganze nochmal machen. Jetzt werden wir zwar von Bardos Freunden mit Eiern beworfen. Ansonsten... Hallo? Hallo, Motion Controls. Das war gerade interessant. Ansonsten aber nochmal genau dasselbe Spiel. Von daher nicht sonderlich schwer. Und geschafft. Super easy. Eigentlich. Wie gesagt, ihr müsst nur genug an Höhe gewinnen, dann im Sturzflug runter und beim zweiten Mal nicht von den Eiern treffen lassen, da die aber nicht sonderlich schnell sind. Überhaupt kein Problem. Du hast die Vogelfigur erhalten. Diese Figur weist dich als Sieger der heutigen zeremoniellen... Okay, nochmal. Diesmal auch auf Deutsch. Diese Figur weist sich als Sieger des heutigen zeremoniellen Wettfluges aus. Zelda wird sich freuen.